Metasequoia glyptostroboides, der Urwelt-Mammutbaum. Hallo und herzlich willkommen. Auf Instagram verlose ich ein paar kleine bewurzelte Steckhölzer. Die muss ich jetzt heute weiter vorbereiten, damit ich sie auch dementsprechend verschicken kann in nächster Zeit. Das werden wir heute gemeinsam machen, damit ihr auch sehen könnt, wie man das machen kann. Wir können sie natürlich auch jetzt, so wie sie sind, noch drin lassen. Erst im Frühjahr dann umpflanzen. Dementsprechend sollte man im Normalfall auch machen. Aber diese urzeitlichen Bäume sind Überlebenskünstler. Ja, tatsächlich. Das haben wir schon im Laufe der Zeit mitgenommen gemeinsam. Wir hatten ja damals bewurzelte Stecklinge einfach in einem Untersetzer liegen. Damals bei der Weide, bei der großen Weide. Und dort lagen sie den ganzen Winter in der Wasserpfütze im Prinzip, mit Frost und hast du nicht gesehen, Eis und tralala. Und im Frühjahr sind sie wieder ausgetrieben. Ja, so resistent sind diese urzeitlichen Bäume. Und von daher werden wir heute mal die bewurzelten Steckhölzer vorbereiten, damit ich sie bald verschicken kann. Ja, coole Sache. Pass mal auf. Hier sehen wir jetzt die Stöckhölzer vom Frühjahr. Die hat man von dem hinteren Baum, der hier ist, abgeschnitten und einfach hier in den Topf reingesteckt. Ganze viele, ne, weil wir sie nicht wegschmeißen wollten, weil ich euch auch demonstrieren wollte, wie einfach diese Mammutbäumchen tatsächlich heranzuziehen sind. Das ist also genial. Sie hat vor kurzem schon mal einen herausgenommen hier und hat mal angeschaut, wie das Ganze im unteren Bereich aussieht, um mal die Wurzeln zu sehen. Ne? Und dort ist der. Ja, ich habe ihn einfach so gelassen. Ne? Einfach, um auch zu demonstrieren, wie unempfindlich diese Bäume sind. Jetzt guck dir das mal an. Die habe ich einfach hier ins Wasser gestellt, ne, und da wächst er drin. Und da kann er tatsächlich bis zum Frühjahr so drin bleiben. Sollte man nicht glauben, ist aber tatsächlich so gegeben. Das ist echt der Wahnsinn, was diese Bäume aushalten oder mitmachen in dem Sinne. Klimatechnisch. Das ist eine richtig coole Sache. So, okay, dann haben wir das jetzt gesehen. Ne, läuft. Ich muss aber einen anderen Behälter nehmen, weil der muss wieder in die Küche. Die Tasse. Lol. Okay. Ja, ich würde sagen, dann holen wir jetzt mal ein paar Schätzchen raus hier, schauen uns sie natürlich an und pflanzen sie gemeinsam ein. Es kann losgehen. Sie sind ja sehr stark, sehr tief eingesteckt worden damals. Und ja, bisher haben wir gesehen, dass die meist im unteren Bereich die Wurzeln bilden. Das heißt, wir müssen sehr tief das Ganze herausholen. Also dürfen wir nicht hier nicht einfach dran ziehen oder so. Sondern jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den Boden einigermaßen lockern rundherum. Jetzt haben wir jetzt zwei nebeneinander. Das ist eigentlich ganz gut. Ich hoffe mal, dass das jetzt zwei sind, nicht einer. Kann nämlich auch sein. So, dann stochen wir behutsam drumherum, weil hier ganz viele halt drin sind. Ne? Ansonsten wäre das natürlich einfacher, aber so geht es auch. Wir haben es ja schon einmal gemacht und von daher ist es also nicht so schwierig. Ne? So, ich ziehe mal ganz vorsichtig. Nein, die sitzen noch fest. Also gehen wir noch mal eine Nummer tiefer. Jetzt spüre ich auch schon die Wurzel beim Reinstechen. Alter Schwede. So, 1, 2, 3, jetzt aber. Da hat es wieder Knack gemacht, hat es auch Knack gemacht. Oh doch, die sind also sehr tief. Ne? Und keine Bange, das macht denen nichts, wenn wir jetzt ein paar Würzelchen abmachen. Das ist nicht so tragisch. Das ist nicht so wild. So, pass mal auf. Jetzt muss ich da beherzt reingreifen. Einfach ganz tief nach unten. Zieh mal vorsichtig das Ganze mit den Wurzeln dann heraus. So, jetzt habe ich noch einen mitgenommen. Der hat interessanterweise wenig Wurzeln. Ach, das ist einer. Okay, wir haben einen. So, ich schmeiße mal eben ins Wasser. Das heißt, wir müssen noch einen rausholen. Der sitzt direkt nebenan. Der ist ganz schön hier eigentlich, ne? Dieser hier. Der ist eigentlich richtig schick. Pass mal auf. Ganz tief. Ich packe da einfach tief rein. Jetzt ist es Kokoserde und von daher kann man also eigentlich ganz gut reinpacken. Das ist nicht so schwierig, ne? Jawohl, siehst du wohl. Ne? Sehen, wir haben noch nicht sehr viele Wurzeln, aber immerhin. Ne? Sie haben also Wurzeln. Das war auch bei den anderen Steckhölzern damals so gewesen. So, jetzt haben wir zwei. Einen brauchen wir noch. Mal den hier. Ja, der steckt genau nebenan. Pass mal auf. Greife ich auch hier nochmal beherzt einfach nach unten rein und ziehe das Ganze raus hier. So. Ja, siehst du wohl. Auch der hat tatsächlich Wurzeln. Jo, also vorbereitet haben wir sie so weit in dem Sinne. Ich lasse erstmal Wasser stehen. Macht berufstechnisch hier alles fertig, also filmtechnisch. Ne? Genau, den stecke ich hier einfach wieder rein. Mal gucken, ob das nochmal schafft. Okay. Tja, also ist nicht so schwierig. Aber normalerweise macht man das tatsächlich im Frühjahr. Ne? Aber man kann es auch jetzt machen, das geht tatsächlich.
Der Urwelt-Mammutbaum. Ja, der hält eine ganze Menge aus. Der ist jetzt circa 3 Jahre alt, also bis dieses Steckholz so groß ist. Etwa 3 Jahre hast du einen Baum, der genauso groß ist wie du dementsprechend. Ne? Das ist also schon eine richtig geniale Sache. Also die wachsen enorm. Das ist der Wahnsinn. Ganz wichtig, noch mal kurz zu erwähnen, die ganze Sache hier, die Steckholzer, die wir im Frühjahr hier reingesteckt haben, von dem Baum abgeschnitten, haben wir absonnig stehen lassen. Also die standen jetzt die ganze Zeit vom Frühjahr bis jetzt absonnig, bleiben auch jetzt im Winter noch absonnig stehen. Und im Frühjahr werden sie dann umgetopft, die restlichen, die ich jetzt hier noch drin habe, oder vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Und auch nach dem Umtopfen werden wir sie absonnig stellen und dann im Laufe des Frühsommers werden wir sie dann an die Sonne gewöhnen und dann dementsprechend auch in die Sonne stellen können. Das ist eine richtig coole Sache, was mit denen alles möglich ist, mit diesen Mammutbäumen. So, ich habe die Schätzchen jetzt erstmal hier im Wasser drin stehen. Und ich würde sagen, dann pflanzen wir sie jetzt mal gemeinsam ein, damit sie noch so ein bisschen einwurzeln können, bevor sie verschickt werden. Und die können dann tatsächlich den ganzen Winter draußen stehen, auch in den kleinen, das kleine Becherchen, wo ich sie jetzt hineinpflanze, können sie tatsächlich den ganzen Winter draußen stehen, auf keinen Fall in die Wohnung stellen. Denn Wärme mögen sie beim Winter dementsprechend nicht, logischerweise. So, du kannst sie aber auch wieder herausnehmen dann. Und in einen etwas größeren Topf setzen kannst du auch machen. Aber auch hier ganz wichtig, die ganze Geschichte absonnig stellen. Gerade im Winter, dass da keine Sonne drauf kommt, ist dann doch schon sehr wichtig zu berücksichtigen. Okay, dann würde ich sagen, pflanzen wir sie jetzt mal ein. Bereiten wir erstmal die bewurzelten Steckhölzer weiter vor. Jetzt haben wir hier den Doppelstamm. Je nachdem, wer den bekommt, dann musst du selber wissen, ob das so lässt oder ob du einen davon abschneidest. Ne? Musst du gucken. So, die Wurzeln mal so ein kleines bisschen zurückschneiden, nicht viel. Ein kleines bisschen halt, damit ich sie gleich auch in den Topf hineinbekomme. Ja, das war's schon. Und den oberen Bereich, das Grün wird jetzt bald absterben. Und von daher schneiden wir jetzt schon mal das Ganze zurück, damit wir das so ein bisschen unterstützen, dass die Pflanze besser anwachsen kann. So, die Spitze hier oben, die lassen wir dran. Logischerweise, damit er dort wieder austreiben kann ordentlich. Ich muss gerade mal ins Display gucken, um zu sehen, ob ihr das auch sehen könnt, was ich hier fabriziere. Ne? Ja, das ist doch ganz wichtig jetzt, dass den Rückschnitt, da wir es jetzt nicht ins Wasser stellen. Wenn wir das Ganze ins Wasser stellen würden, dann könnte das Ganze auch noch dranbleiben. Aber da wir ihn jetzt tatsächlich aus der Erde herausgeholt haben und in die Erde hineinpflanzen, ist es schon wichtig, dann auch dementsprechend das Blattgrün zu entfernen. Ja, man überlegt, in 3 Jahren werden die genauso groß sein. Das geht also ratzfatz, ja, in 2 Jahren fast schon, also 2 bis 3 Jahre etwa, je nachdem, wie sie dann dementsprechend wachsen. Okay. Soweit vorbereitet, können wir sie jetzt einpflanzen. Und schon kann es losgehen. Ich wähle jetzt so kleine Behältnisse, weil es einfacher zu verschicken ist. Deswegen mache ich das. Ansonsten würde ich größere Töpfe nehmen, logischerweise. So, ein bisschen Erde unten rein. Jetzt schätze ich mal vorsichtig hier hinein. Ein bisschen Erde oben drauf. Ein bisschen rütteln und schütteln. Halt, falscher Topf. So, wie gesagt, du kannst sie jetzt hier drin lassen. Du kannst sie aber auch noch mal umpflanzen, wenn du möchtest. Aber ganz wichtig ist halt absonnig und auf gar keinen Fall düngen. Und auch die Erde, die du verwendest, bitte einmal durchspülen oder gegebenenfalls so wie jetzt, wenn du sie eingepflanzt hast, wieder kräftig gießen, damit also alle Salze herauskommen. Das ist schon ganz wichtig. Ich mache es jetzt einfach demonstrativ hier, auch wenn ich mir alles vollplütter. Wie gesagt, kräftig gießen, richtig einschlemmen das Ganze, solange bis das Wasser unten richtig durchläuft. Siehst du wohl, läuft und läuft. Richtig schön durchspülen, ganz wichtig. So, dann kommt das jetzt absonnig gestellt erstmal, bis das Ganze dann auf die Reise geht. Dann werde ich den einen jetzt noch einpflanzen, den ich hier im Wasser stehen hatte die ganze Zeit. Also es hat ihm nichts ausgemacht, im Gegenteil sogar. Der Wurzelbereich ist richtig cool, das ist richtig genial. Ne? Also es hat richtig gute Wurzeln gemacht in der Zeit, in der er jetzt im Wasser stand. Aber auch die schneide ich jetzt zurück, damit ich ihn hier überhaupt einpflanzen kann. Und der Kandidat, der bleibt bei mir hier, einfach nur um zu wissen, wie er sich dann entwickelt. Ne? Damit wir hier so einen kleinen Vergleich haben. Und ich lasse hier das Grün nicht dran. Ich schneide es gleich auch noch ab, auf jeden Fall. Ne? So, kräftig wässern wie vorhin, wie gesagt, und das Grün entfernen. Ganz wichtig, um das Ganze zu unterstützen, damit die Pflanze so wenig Wasser wie möglich ziehen muss. Ne? Die Spitze lassen wir dran. Es sei denn, du willst einen Strauch von machen, dann kannst du die Spitze auch abschneiden. Ne? Ist also auch möglich. Oder wenn du irgendwas anderes mit vorhast, Bonsai, keine Ahnung, ne? Kannst du die auch mit abschneiden, wenn du möchtest. Okay? So, den kräftig gießen. Und dann haben wir das schon mal durch mit dem Urwelt-Mammutbaum. Ist schon genial, was die abkönnen, das glaubst du nicht. Also im Normalfall würde man sagen, um Gottes Willen, das kannst du doch jetzt nicht machen um die Jahreszeit, dir geht doch die Pflanze kaputt. Nee, denkst du, die können das wirklich ab.
Somit haben wir sie vorbereitet für die Reise. Ansonsten, die werde ich erst zum Frühjahr herausnehmen, dann dementsprechend einpflanzen, umtopfen oder wie auch immer, je nachdem, was wir damit noch so machen. Ja, den einen Kandidaten, den hatte ich jetzt auch noch. Wo ich den gestellt? Ach, der steht schon absonnig. Absonnig stellen, auf gar keinen Fall düngen. Aufpassen, dass sie nicht austrocknen, wie gesagt. Ansonsten ist das also überhaupt kein Problem mit diesen Bäumchen. Die werden mit Sicherheit im Frühjahr austreiben, wenn man da nichts falsch macht in dem Sinne. Ne? So, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Für Instagram hatte ich jetzt gerade noch einen kleinen Clip gemacht, dass ich das jetzt gemacht habe. Sie weiter vorbereitet. In etwa einer Woche gehen sie auf die Reise und bis dahin bleiben sie mir natürlich auch noch absonnig stehen. Bleiben draußen stehen auf jeden Fall. Sie dürfen nicht in die Wohnung ins Warme. Das ist ganz wichtig. Sie treiben jetzt auch nicht mehr aus. Irgendwann wird das Grün komplett abfallen hier, denn die schmeißen die Blätter tatsächlich im Winter auch ab, diese Mammutbäume. Und von daher ist das also ganz normal, wenn die anfangen braun zu werden. Da braucht also keine Angst haben, nicht, dass euch erschreckt, wenn die Blättchen braun werden. Na, oh, die Pflanzen gehen kaputt. Nein, das ist ganz normal. Das ist nun mal so gegeben bei diesen Bäumen. So, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich noch sammeln wollte. Weißt du was? Ich mache eine kurze Pause. Dann gucken wir uns gleich noch ein bisschen was an hier. Ein bisschen was schauen wir uns noch an hier. Mammutbäume, das sind die Küstenmammutbäume, Sequoia dendron giganteum. Ja, die sind immer grün, also Nadelbäume im Prinzip. Auch das Mammutbäume dementsprechend. Das sind jetzt hier die Zweijährigen, die hatten wir letztes Jahr ausgesät im Frühjahr und haben den Winter draußen überlebt, sind dann ein bisschen gewachsen dieses Jahr wieder, also nicht sehr viel, aber immerhin, sie sind gewachsen. Das ist schon mal schön mitzunehmen, dass sie auch tatsächlich den Winter draußen überleben, auch als kleine Sämlinge. Ja, die haben wir im Frühjahr ausgesät hier, das heißt, die werden jetzt ihren ersten Winter mitmachen und mal gucken, wie sich da nächstes Jahr entwickeln. Voraussichtlich werden wir sie nächstes Jahr rausnehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, je nachdem, was wir mit dem Bonsai hier vorhaben, wie weiter wir da weiter vorgehen, aber ich bin fast ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr rausnehmen werden, um auch den weiter vorzubereiten. Von daher können wir dann auch die Sequoia dendron giganteum in dem Sinne umpflanzen. Die werden nicht viele Wurzeln haben, aber ich denke mal, das sollte uns dann im Frühjahr auch gelingen. Aber das machen wir nicht so zeitig. Da warten wir ein bisschen, bis dann tatsächlich die Eisheiligen im Prinzip vorbei sind. Denn wie gesagt, viele Wurzeln werden sie nicht haben. Ne? Man muss ein bisschen vorsichtiger sein, als wie bei den Metasequoia glyptostroboides. Dann kommen wir heute mal zum Abschluss. Ich muss heute unbedingt Rasen mähen. Es soll jetzt wieder Schiedwetter kommen. Heute ist der letzte Tag, wo es schön ist. Von daher muss ich unbedingt den Rasen mähen. Denn das letzte Mal habe ich den gemäht vor der letzten großen Hitze. Das ist schon ein paar Wochen, bald Monate her. Von daher ist es jetzt höchste Eisenbahn. So, ich denke mal, viel zu sagen gibt es nicht mehr zu dem Urwelt-Mammutbaum, außer dass er echt ein genialer Überlebenskünstler ist in dem Sinne. Er kann sehr viel ab, was er aber nicht ab kann, ist Trockenheit. Also da reagiert er ziemlich heftig drauf und schmeißt er alle Blätter ab unter Umständen auch. Stirbt deswegen nicht unbedingt, hat aber Schwierigkeiten halt dann dementsprechend zu wachsen. Also Trockenheit mag der überhaupt nicht. Ansonsten ist es eine relativ unempfindliche Pflanze. Baum in dem Sinne. Ne? Schon genial. So, das ist der Kandidat übrigens, den ich behalte hier, den ich im Wasser stehen hatte. Ja, weißt du was, komm, mach Feierabend. Wenn es gefallen hat, weißt Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen. Heute aus unserem kleinen Paradies. Aber wie gesagt, ich habe heute verdammt viel vor. Ich muss noch Rasen mähen und ein paar andere Sachen habe ich auch noch vor. Und schlafen will ich auch noch und alles Mögliche. Ne? Ja, ist schon genial, dass aus solch einem kleinen Pflänzchen halt ein richtig großer Baum wird. Ne? Das ist schon cool. Und ein hübscher Baum vor allen Dingen. Auch die Rinde später sieht richtig cool aus. Das ist schon genial. Ja, so kann es gehen. Ne? Ein Baum, der mega schnell wächst. So, okay, ich würde sagen, bis später mal. Ich muss mich jetzt echt dran halten heute.